Was wir auch sehen hier ist, dass das Sprechen über Intimitäten in einem gewissen Maße, wenn es nicht auf eine obszöne Art und Weise geschieht, legitim ist. Was sprechen Sie hier? Kam mehrmals die Rede von dem Beischlaf. Aber in sehr sauberen Wörtern. Die arabischen Wörter sind wirklich sehr saubere Wörter, das sind nicht obszöne Wörter. Zum Beispiel, der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragt sie, a'rastumul layla? A'rasa bedeutet eigentlich sowas wie heiraten. Wenn man das Wort wirklich übersetzen würde, würde man vielleicht sagen, habt ihr denn heute Nacht geheiratet? Oder man benutzt das Wort a'rasa auch für nächtlichen Aufenthalt an einem Ort. Das ist also eine Form von, ich nenne es mal Metapher oder beschönigte Aussprache von etwas Intimen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragt sie und sie erzählt darüber, sie erzählt, die Frau erzählt das, dass sie verkehrt hatte mit ihrem Mann. Der Prophet fragt, habt ihr denn verkehrt in dieser Nacht? Es ging nämlich um, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Bittgebete für sie ausgesprochen, für Nachkommenschaft, bleibende Nachkommenschaft und gesegnete Nachkommenschaft für sie. Von daher, das Gespräch über Intimitäten in dem Rahmen des Anstandes und des Bedarfes ist legitim. Hier ist nämlich ein gewisser Bedarf da. Bedarf der Unterrichtung, Bedarf des, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie gesagt, der Umstand, er wollte für sie diese Bittgebete aussprechen. Ebenfalls sehen wir das nochmal in einem dritten Fall beim Stillen. Zu wem hat sie die Mutter, oder war das die Mutter oder Abu Talha, der gesagt hat, der Junge soll nicht gestillt werden, bevor er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gebracht wurde. Die Mutter. Und zu wem hat sie es gesagt? Zu ihrem Sohn. Zu ihrem Sohn Anas. Anas war noch recht jung, Jugendlicher war er, allerhöchstens. War auf jeden Fall über 10 Jahre alt. Das heißt, die Mutter kann auch mit ihrem Sohn über derartige Sachen sprechen. Bei uns zum Beispiel, in unserer Kultur ist es so, wenn ein Kind nur über das Stillen nachdenkt, ist das schon zu viel, yani. Das ist so tabu. Das ist absolut tabu. Der darf. Also es ist unterschiedlich, je nach Gesellschaft. Aber teilweise ist bei uns so, dass alle Thematiken dieses, die irgendwie mit dem Körper zu tun haben, absolut tabu sind. Das ist teilweise ein bisschen übertrieben. Das führt teilweise sogar dazu, dass die Eltern mit ihren Kindern nicht über Notwendigkeiten sprechen. Da wächst ein Junge auf, der ist 20 Jahre und der hat nicht gewusst, dass er sich voll waschen muss nach dem Samenerguss. Er hat es nicht gewusst. Oder das Mädchen wächst auf und hat keine Ahnung über die Ahkam des Hayd, weil die Mutter ihr nichts erzählt hat, weil sie sich schämt. Weil sie das für Tabuthemen hält. Also da muss man ein Mittelmaß finden. Weder übertreiben in dem Scham und noch untertreiben. Ja, auf jeden Fall, der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte sie, a'rastumul layla, habt ihr diese Nacht verkehrt? Und hier sehen wir diese Frage, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinem Gefährten diese Frage stellt, das ist nichts Obszönes. Und man muss sagen, das ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Also ich habe das teilweise in einigen arabischen Ländern gesehen, dass die sich sowas fragen, yani, wenn jemand frisch verheiratet hat. Dann fragen die Leute ihn so, und hast du mit ihr verkehrt? Das ist ganz normal. Als ich das erste Mal diese Frage gehört habe, ich war schockiert, weil bei uns ist das nicht gang und gäbe. Yani bei uns ist es absolut ja ein Tabu und extrem schamlos, so eine Frage zu stellen. Na, aber da sind die Gesellschaften halt ein bisschen unterschiedlich. Manche sind etwas verschlossener, manche sind offener. Na.
Danach sagte der Gesandte Allahs, sagte Abu Talha, na'am, na'am, na'am heißt ja.